Ja, wir sind hier auf der Demonstration gegen das Verbot von Indymedia, von links unten Indymedia. Das ist ganz dringend notwendig, dass wir hier aufzeigen, dass es offensichtlichst ein Wahlkampfmanöver von Thomas de Maizière ist, um quasi hier nochmal den starken Mann rauszuhalten. Und es ist offensichtlich, dass quasi mit einer völlig verrückten juristischen Argumentation links unten in die Medien verboten werden soll, nämlich angeblich wegen eines quasi, das angeblich sei die Organisation links unten in die Medien ein Verein und mit dem Vereinsverbot werden wir kommen. Politisch ist klar, um was es geht. Es geht darum, linke Strukturen mit Repressionen von Staatsseite zu überziehen und insbesondere zu verunmöglichen, dass zum Beispiel die sehr gute Arbeit gegenüber Neonazis, die in links unten geleistet wird, dass man die auch kaputt macht. Und ich halte das insbesondere in diesem Themenbereich, aber auch in vielen anderen Themenbereichen, links unten in die Medien, für ein wichtiges Medium und bin deshalb selbstverständlich auf dieser Demonstration hier gegen das Verbot, was Thomas de Maizière erlassen. Was mir wichtig ist, ist, es ist natürlich so, das ist klar, das sind linke Strukturen. Für viele ist es unter Umständen so, dass sie das auch gar nicht kennen, aber das ist ein erster Schritt auf Einschränkung von Presse und Pressefreiheit und Demokratie, und das wird jeden und jede betreffen. Und die Große Koalition hat ja kurz vor Toresschluss zum Beispiel noch die Vorratsdatenspeicherung und andere Mittel in diesem Bereich eingeführt. Und deshalb ist mein Appell an alle, wenn irgend möglich, sich dem anzuschließen oder sich damit zu beschäftigen, was hier gerade passiert, dass nämlich gegen linke Strukturen vorgegangen wird, nicht etwa gegen rechte Strukturen, sondern gegen linke Strukturen, weil die wirklich stören.